Ja, willkommen zurück zu Vita Social News und ich freue mich sehr, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben. Wir befinden uns ja in der Osterwoche von Palmsonntag bis Ostersonntag. Ich hoffe, Sie hatten ein ansprechend schönes Wochenende. Ich kann Sie gleich schon vorab informieren, dass wir diese Woche etwas verkürzt senden werden. Wir werden nur Montag bis Donnerstag jeweils um 4 Uhr unser Programm senden. Ich freue mich auch sehr, dass Sie uns Anregungen geschickt haben, dass Sie uns Tipps gegeben haben, was Sie in Ihrem täglichen Arbeiten interessieren würde, was Ihnen helfen würde, Ihren Prozess, Ihren Workflow im täglichen Arbeiten zu verbessern. Dazu gehören zum Beispiel Zirkonoxid, was für Transluzenzen gibt es, was gibt es da überhaupt, wie kann ich welches Material einsetzen, gibt es da Beschränkungen? Wir haben 4 verschiedene Transluzenzstufen, wie Sie ja wissen, und da ist es klar, dass nicht jedes für jede Indikation geeignet ist. Dieses Thema werden wir in der Woche nach Ostern etwas näher beleuchten. Auch da werden wir ein paar Experten einladen und mit Ihnen das Thema genauer beleuchten, auch zum Beispiel, wie setze ich es dann ein. Ich hoffe, wir bekommen da einen Zahnarzt, der uns seinen Prozess etwas näher erleuchtet. Ein anderes Thema, was Sie interessiert, war die digitale Prothese. Die digitale Prothese, Sie wissen ja auch hier, dass die Firma Vita sich sehr stark damit beschäftigt, werden wir auch zu einem späteren Zeitpunkt etwas genauer bringen und auch den ganzen Prozess Ihnen stärker erläutern. Ich hoffe, dann schalten Sie wieder ein. Und diese Woche, auch auf Anregung von Ihnen, haben wir das Programm auf Vita Enemic gelegt. Warum Vita Enemic? Das hat Sie interessiert. Was ist überhaupt der Unterschied von Enemic, was wir Hybridkeramik nennen, zu einem Composite? Was ist das? Und auch ebenso werden wir diese Woche einen Experten, diesmal einen Zahnarzt, einladen und mit ihm das Thema etwas genauer beleuchten. Warum setzt er es überhaupt ein? Wo sind die Vorteile des Produktes? Damit Sie besser verstehen, was die Idee ist, wie wir dieses Produkt gestaltet haben. Und natürlich zum Abschluss der Woche am grünen Donnerstag ein paar Tipps und Tricks zum Bearbeiten von Vita Enemic. Ich hoffe, damit bringen wir Ihnen das, was Sie am liebsten sehen wollten, das, was Ihnen am besten helfen kann. Und vergessen Sie nicht, auch diese Woche weiter Kommentare uns zu schreiben oder eine E-Mail zu info@vita-zahnfabrik.de oder .com. Wir werden versuchen, alles zu beantworten und so wie diese Woche auch direkt darauf eingehen und Ihnen das bringen, was Sie was Sie brauchen und was Ihnen hilft in Ihrem täglichen Arbeitsprozess. Vielen Dank und bleiben Sie dabei jeden Tag um 4 Uhr hier auf Vita Social News. Danke.